Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Der Vater legte mir etwas aufs Herz, Öllehre. Miriam, sprich über Öllehre. Lass den Heiligen Geist über Öllehre reden. Und so steht geschrieben im zweiten Brief des Apostels Johannes, Vers 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Es ist wichtig, dass du verstehst, also es geht darum zu erkennen, dass wir nur durch Jesus zum Vater kommen. Und Jesus hat uns das gesagt. Dass wir nur in ihm wahrhaftig Fülle, Wahrheit, Leben und all das finden, wonach unsere Seele sich so sehr sehnt. Jetzt gibt es in dieser Welt so viele Lehren, so viele Möglichkeiten, angebliche Erleuchtung zu erfahren. Und du weißt sicher, oder vielleicht weißt du es auch noch nicht, wenn du neu auf diesem Kanal bist, dass ich so zugemüllt war mit Lehren dieser Welt. Ich habe Reiki Meisterlehrerausbildung gemacht. Ich habe schamanische Ausbildung gemacht. Ich habe Quantenheilungsausbildung gemacht. Ich habe alles Weltliche gemacht, was man sich nur vorstellen kann. Und was ist geschehen? Ich konnte vielen Menschen helfen, augenscheinlich und auch seelisch. Aber ich selbst blieb wirklich auf der Strecke und die Erfolge der Menschen waren immer nur kurzfristig. Und dazu steht in 2. Timotheus, Vers 7, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Als ich dies las, ging mir wahrhaftig ein Licht auf. Vorher erkannte ich schon, dass allein Jesus mich retten kann. Als Jesus in mein Leben kam und mir diese Fesseln dieser Welt abnahm, sind Lasten von meinen Schultern genommen worden. Und es hat sich sofort so viel in meinem Leben verändert, aber ich konnte auch nicht mehr tun, was ich vorher getan habe. Ich tat Buße. Ich habe mich abgewendet von allem Okkulten, von jeder Form von Magie. Ich habe mein Haus aufgeräumt, ich habe alles hinausgeschmissen, die Bücher aussortiert und habe mich erschrocken, wie viele okkulte Dinge doch dabei waren, die ich vorher zu Ausbildungszwecken nutzte. Wie viele Rituale man doch macht, die ursprünglich aus der Magie sind. Und hier steht weitergeschrieben in 2. Timotheus 9, aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Verstehst du, dass Gott möchte, dass du erkennst, wer du bist, woher du kommst? Und Gott möchte, dass du die Wahrheit, die Weisheit, seine Weisheit zur wahren Erkenntnis in deinem Leben erlangst. Du sollst seine Liebe für dich verstehen. Und in dem Moment, in dem du ihm aber noch nicht die Macht zuschreibst, die er tatsächlich hat, in dem du noch diesen Irrlehren verfallen bist, kannst du seine Liebe, seine Gnade gar nicht in dieser Form wahrnehmen. Und in dem Moment, in dem das Loch aufgeht und du hineinfällst, hast du eben die Möglichkeit, Jesus zu rufen. Gott setzt da einst deinen Samen in dein Herz, in deine Seele. Und diese Suche soll ein Kompass sein und dich zu Gott und Jesus führen. Je nachdem, wie abgelenkt wir in dieser Welt sind, je nachdem, wie viele Irrlehren auf unseren Herzen liegen, schaffen wir es oder wir schaffen es eben nicht. Meine Seele rief so stark nach Gott und Gott rief so stark nach meiner Seele, dass ich es geschafft habe, herauszutreten aus dieser Welt, in der ich vorher so fest verwurzelt war und mich abzuwenden, mich wieder Gott zuzuwenden. Und du erkennst sie an ihren Früchten. Das bedeutet tatsächlich, was es sagt. Denn mein Leben
der Frieden, den ich lebe, die Dinge, die ich möglich machen kann, sind andere. Und so finden es auch andere Menschen heraus, die Menschen, die wir in der Akademie begleiten, die in den Kursen sind. Sie alle finden heraus, dass es ein anderes Leben ist. Erst gestern sagte wieder eine Frau zu mir, Miriam, ich werde dir mein ganzes Leben einfach dankbar sein, weil du hast mich befreit, du hast mein ganzes Leben, aber nicht ich habe es getan, nur Jesus hat durch mich gewirkt, im Heiligen Geist. Und die Dinge, die wir tun, sind eben im Heiligen Geist getan, inspiriert, begründet. Alles, was wir tun, dient Gott und seiner Schöpfung und somit auch dir. Wir müssen gereinigt sein von diesen Irrlehren. Wir müssen uns abwenden von diesen Irrlehren. Wir müssen verstehen, dass es nicht immer die Worte sind, die uns im Ohr schmeicheln, die uns helfen, aber dass unser sündiger Mensch, dass dieser gefallene Mensch einfach süchtig danach ist, süchtig nach Vergnügen, süchtig danach Worte zu hören, die ihm in der Seele schmeicheln, aber doch eigentlich Gefangenschaft für die Seele bedeuten. Wenn wir erfahren, was Jesus für uns getan hat und das in unserem Herzen annehmen, unsere Seele befreit sein lassen, dann werden wir erfahren, dass all das wirklich Blödsinn ist. Und ich habe es am Ende gesehen und ich sehe es auch jetzt, wie viele Menschen verzweifelt sind nach jahrelangen angeblichen Heilreisen mit Methoden dieser Welt. Die auch noch denken und sagen, dass es Normalität ist, dass sie Jahre über Jahre immer wieder einen Prozess nach dem anderen gehen müssen. Das ist Schwachsinn. Ich habe es mir selbst erzählt und ich selbst habe so viele Verdrehungen in meinem Herzen gehabt, die der Teufel hineingesetzt hat, dass ich heute manchmal über mich selbst einfach nur lachen kann, aber ein liebevolles Lachen, denn ich war ein verirrtes Schaf. Ich war wirklich ein verirrtes Kind Gottes. Und nicht Gott war die Leuchte auf meinem Weg. Andere, gefallene Engel leuchteten auf meinem Weg und ließen mich abkommen. Und der Teufel kommt nicht mit Hörnern und in roter Gestalt, so wie du dir das vorstellst. Nein, er kommt im Gewand des Lichts. Das ist das Gefährliche. Und in dem Moment, wenn wir hören, das ist der Geist des Antichristen, der Jesus nicht bekennt. Anti bedeutet nicht nur gegen, sondern auch anstatt. Es wird uns eine Lösung präsentiert anstatt Jesus. Und das ist eine Irrlehre. Immer dann, wenn du Dinge hörst, die dir anstatt Jesus etwas anderes präsentieren, ist es eine Irrlehre. Jesus ist unser Heiler, Jesus ist unser Erlöser. Jesus schließt die Schlösser zu deinen Ketten auf. Jesus hat die Sünde von dir genommen. Das ist ein Schöpfungsprozess, den Gott hier in seine Schöpfung brachte. Etwas, was mit unserem Verstand gar nicht so richtig zu ergreifen ist, aber wichtig ist, anzunehmen, um wahrhaftig frei zu sein. Dich frei zu machen von diesem ganzen weltlichen Kram, von diesen Götzen, die in unser Leben gesetzt wurden und die wir als spirituelle Dinge annahmen, Buddha, all diese Sachen, all diese Götzen, die wir anblicken und ihnen Ehre geben, die Gott gebührt, Ehre, die Jesus gebührt. Und das ist so wichtig. Alle Irrlehre darf aus deinem Leben verschwinden. Jedes Buch, in jedem Buch steckt Geist. In jeder Sache steckt Geist. Du öffnest mit allem, was du da machst und alles, was du da auch besitzt, Türen für den Teufel. Zugang, Anrechte. So viele Menschen fragen mich, Miriam, ich habe alles gemacht, ich habe das Übergabegebet gemacht. Und trotzdem, ja, schau mal, mit was du dich umgibst. Schau mal, mit was du dich beschäftigst. Was ist deine geistige Nahrung? Du findest das, alles, was du suchst, in der Heiligen Schrift. Du findest das alles durch den Heiligen Geist in der Heiligen Schrift. Und nur Jesus bringt dich in die Einheit mit Gott und deinen Geist in die Einheit mit dem Geist Gottes. Und alles andere, die Menschen, die diesen Geist nicht haben, sie sind nicht bei Gott. Sie können noch so ein wundervoll glitzerndes Gewand anhaben, aber sie sind nicht von Gott und nicht bei Gott. Sie können dann zurückkehren, wenn sie sich umkehren, wenn sie Buße tun. Aber die Einheit mit dem Heiligen Geist ist ein Merkmal. Jesus bekannt zu haben und den Heiligen Geist zu empfangen, das ist die wahre Taufe. Die Taufe im Geist
die wir nach der Buße empfangen. Also lass uns gemeinsam beten und lass uns beten, dass jede Form der Irrlehre aus deinem Leben verschwindet, dass du dich nicht mehr täuschen lässt, sondern dass du enttäuscht bist von den Dingen, die dich abgelenkt haben, die dir vorgegaukelt haben, dass sie richtig sind, die den Geist des Antichristen Türen öffnen, die vom Antichristen in dein Leben gebracht sind, weil der Antichrist nicht das Leben bringt, sondern den Tod. Gott Vater, im Namen Jesus komme ich zu dir und ich tue Buße. Ich möchte auf Jesus schauen. Ich möchte das vollbrachte Werk am Kreuz annehmen. Ich möchte mich hingeben. Ich möchte frei sein. Also hilf mir, Heiliger Geist, im Namen Jesus, alle Dinge aus meinem Leben zu entfernen, die den Geist des Antichristen tragen. Ich möchte vollkommen in Christus aufgehen. Ich möchte vollkommen im Leben sein. Ich möchte vollkommen im Frieden, in der Freude, in der Glückseligkeit und in der Gnade und Barmherzigkeit unseres Vaters baden. So will ich mich abwenden von jeder Form von Okkultem, jeder Form von Magie, jeder Form von Irrlehre. Und mein Herz soll rein sein und meine Seele befreit. Im Namen Jesus. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja, scheue dich nicht, schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring, ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.